spüren wirst, wie dein Pimmel verbrennt, bevor du abkratzt. Dein Niggerschwanz wird sich einrollen und verschrumpeln, wenn die Flammen ihn verzehren. Schmerz. Leg ihn um! Komm. Treffer! Es gibt Ärger! Es gibt Ärger! Er ist hier drüben, ihr Flachwichser! Ich gehe in Deckung! Ich will den Funken Leben aus dir raus! Können das bestimmt irgendwie klären. Hier muss nur geklärt werden, wie du bestattet werden willst. Das war's dann also. Sieht ganz so aus. Weißt du, Sal wollte, dass ich Jura studiere und dann bei einer großen Firma arbeite. Oder in die Politik gehe. Du musst was aus deinem Leben machen, Junge, hat er immer gesagt. Hättest auf ihn hören sollen. Ich kann eben nicht aus meiner Haut. Ja. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann mal abfinden. Fick dich. Kann ich nicht sterben. Jetzt seht mal, was ihr hier habt. Hier rüber! Erst hier drüben! Setzt ihr hier richtig zu! In den Rumpf, wo er dich nicht sieht! Du wirst für das, was du hier getan hast, bezahlen! Ich zieh den Kopf ein. Ich hab ihn. Hier drüben. Ich hab meinen Mann verloren. Muss kurz Munition wechseln. Wir gehen gleich hoch. Scheiße. Granate. Ich hab ihn. Helft mir hier mal. So viel Blut. Seht euch all das Blut an. Ich verpiss mich! Wir haben noch einen Toten. Ich will nicht sterben. Entdeckt, Jungs! Ich muss nachladen! Schließe ich meine Augen für einen Moment. Ich
so gerissen, wie du glaubst. Muss kurz Munition wechseln. Sind wir allein? Tanzen wir! Brauch Unterstützung! Unser Blut wurde verkauft! Aber scheiße, wir sind angeschossen! Ich seziere dich wie einen toten Frosch! Scheiße! Er hat mich hier festgenagelt! Scheiße! Er hat mich fest im Griff! Du wirst für das, was du hier getan hast, bezahlen! Scheiße! Er hat mich hier festgenagelt! Jungs gekillt!
ausmachen wollen, könntest du als verbluteter Punkt. Zurück an die Arbeit, Leute. Er ist bestimmt da, Er muss hier irgendwo sein, Jungs. Um ihn rum! Jetzt hab ich. Gott, bitte. Acht an alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Ein Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht näher. Die Sir Marcano aus der Bank gestohlen hat. Kann mich nicht erinnern. Sie haben also das Heroin geliefert, das Georgie vertickt hat. Sie. Chesto. Ich wollte das Zeug nie in meiner Stadt haben. Von dem Scheiß kriegt man eine weiche Birne. Es macht die Leute bekloppt. Blöd. Und es lockt die Cops an. Bourbon? Nein. Ich trinke nicht. Hat Georgie gesagt, warum ich sie sprechen will? Er sagt, der Nigger hat ihren Bruder getötet. Und sie wollen über einen Deal reden, den wir zwei machen können. Mein Bruder Tommy war ein cleverer Bursche. Hätte alles werden können. Ich sag zu ihm, geh aufs College. Ich hätte ihm das Ganze sogar bezahlt. Mein aufrichtiges Beileid. Ich baue ein Casino auf der anderen Seeseite. Ich hatte alles im Griff, auch die Finanzierung. Aber jetzt geht die ganze Chose den Bach runter. Sie wollen mein Geld? Naja, ich brauche genug, um den Bau fertigzustellen. Und das kostet mich... Ich möchte hören, dass Sie es sagen. Ich soll was? Dass Sie mein Geld wollen, Mister. Sagen Sie die Worte. Bitte. Ich will ihr Geld. Das klingt gut. Ich bringe Ihnen mein Geld und dafür lassen Sie mich in Ihrer Stadt mein Heroin verdienen. Und Sie werden sich niemals einmischen. Sicher. Ganz wie Sie wollen. Aber da wäre noch etwas... Ich soll auch den Nigger killen, klar. Ich werde das für Sie erledigen. Nigger umlegen ist mein Hobby. Großer Gott. Hier stand Sammys Haus. Niemand wollte hier leben, also haben sie alles zugetiert. Immer wieder bringt irgendetwas dieses Land gewaltig ins Wackeln. Beutelt es so hart, danach stehen nur noch die Fundamente. Und so schmerzhaft das auch ist, wir hoffen, dass diesmal alles anders wird. Wenn wir jetzt hier neu aufbauen, werden wir nicht die Fehler der Vergangenheit machen. Und vielleicht werden Frieden und Gerechtigkeit dann obsiegen können. Aber diese beiden Dinge sind schwer zu erreichen. Verdammt schwer. Also wählen wir den einfachen Weg.
Bin gespannt, wie du mich diesmal über den Tisch ziehst. Southdowns gehört jetzt uns. Tommy hat hier ein paar solide, unauffällige Geschäfte etabliert. Sollte reibungslos ablaufen. Immer her damit. Läuft doch alles wie geschmiert, seit du mir das letzte Stadtviertel rübergelassen hast. Bleib bei deiner Linie. Hör zu, es liegt nicht an Scaletta. Aber er schafft nicht mehr als ein paar Bezirke. Sieh ihn dir an, er ist bloß ein dämlicher Ithaka. Du bist heller als er. Und darum bin ich sicher, du überlässt diese Läden mir. So schlecht ist mein Gedächtnis nicht. Letztes Mal hast du mich hängen lassen. Der Bezirk ging an wen anders. Aber du hast Glück. Du kannst diesen Fehler heute wieder aus der Welt schaffen. Ich tue alles, was du sagst. Das muss dir was wert sein. Wenn du mich jetzt auflaufen lässt, komme ich mir vor wie so ein Mongo. Dieses Gebiet geht an die Iren. Nein, nein. Wie konnte ich mich bloß von dir dazu breitschlagen lassen? Aber ich werde jetzt hier nicht rumsitzen und zuhören, wie du mir ins Gesicht lügst. Wir wollen alle das Gleiche, Cassandra. Bringt doch nichts, wenn wir uns dauernd streiten. Meine Geduld und mein Verständnis sind am Ende, Lincoln. Du solltest deinen Kurs korrigieren, denn sonst werden uns alle Worte dieser Welt nicht mehr helfen. Hey, hey! Deine kleinen Haitianer-Jungs springen vielleicht auf dein Kommando, aber die Scheiße läuft ja nicht, Cassandra. Also vergiss es. Ich hab dich gehört, Cassandra. Lass gut sein. Sicher hat sich einiges anders entwickelt, als ihr es erwartet habt. Doch jetzt läuft alles, wie ich es mir vorstelle.
Bord. Bitte Einsatz bestätigen. Das ist das French Ward, mon cher. Auch wenn es so aussieht, als wäre die Party vorbei, ist sie nicht, wenn du später vorbeikommst. Und irgend so ein Arschloch hat mich ausgeraubt. Achtung! Hey, pass auf, wo du hinläufst. Aus dem Weg. Hast du sie noch alle? Schule will. Sie? An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir noch rumkommen. Sage, die Mädels werden nicht verprügelt. Dann werden die Mädels nicht verprügelt. Sonst komme ich und verprügel euch. War das deutlich genug für... Los, weg hier! Ich hatte ein gutes Leben. Was geschehen wollte hier? Haltet die Augen offen, Leute. Hier ist er anscheinend nicht. Mein Name ist Lincoln Clay, Motherfucker. Digga, Lincoln Clay, das ist für mich ein und dasselbe. Mich von mir aus für altmodisch, aber wenn man sich Sekretärin nennt, dann hat man sich auf seinen Arsch zu setzen, um eine weitere verdammte Abschrift zu tippen, anstatt eine Maschine für sich machen zu lassen. Also manche dieser Typen, die für ein Amt kandidieren, echt. Denke da an einen Jungen, den ich mal kannte, Luftmaul, zog den Mädchen an den Zöpfen, wenn der Lehrer nicht... Hast du von den Jungs gehört, die drüben in South Downs erschossen wurden?